Hallo meine Pokéfreunde und Pokénanten, willkommen zu einem neuen Video. Letztes Mal hatten wir Donkey Kong Arcade gespielt oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Heute spielen wir aber den Nachfolger, nämlich Donkey Kong Junior. Ich werde ein bisschen über das Spiel erzählen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Ja, ihr seht schon, wir spielen nicht Mario oder Jumpman, wie auch immer. Wir spielen Donkey Kong Junior, denn die Story und wir müssen an den Lianen nach oben klettern zu Mario. Denn in diesem Spiel geht es darum, dass nachdem Mario Pauline gerettet hat, hat der Donkey Kong eingesperrt in dem Käfig dort. Und der Donkey Kong Junior, wie auch immer das jetzt ist, will auf jeden Fall Mario siegen und Donkey Kong retten. Macht Sinn, ne? Und hier gibt es so einen kleinen Bug. Ja. Übrigens, ich werde mal ein bisschen die Mechanik zeigen. Und zwar, wenn ich nur an einer Liane greife, dann bin ich langsam nach oben, aber schnell nach unten. Und wenn ich an beiden, dann ist es genau andersrum. Bin ich schnell nach oben und aber langsam nach unten. Und Mario sendet diese Klapptrappe oder was auch immer, die mich dann fressen sollen. Und vor denen müssen wir auf jeden Fall ausweichen. Ja, da kommt eine. Hier in dieser Ecke, von dieser Plattform, da buggt das übrigens rum, also da nicht hinstehen bleiben. So. Hier zählt es auch, jeder einzelne Pixel, der von mir getroffen wird, das zählt sofort als Treffer. Hier am besten springen, weil sonst wird man getroffen, das ist voll dumm. Und da haben wir schon die erste Stage geschafft, oh yeah. Ah, warte, das Obst habe ich noch gar nicht erklärt, ne? Oh Gott, jetzt kommt erstmal meine Hass-Stage aus diesem Spiel. Jetzt, glaube ich. Yes, okay. Und zwar das Obst, wenn ich zum Beispiel das Obst berühre, dann fliegt das hier runter. Und wenn ich das Obst dann berühre und das trifft einen Gegner, dann stirbt der Gegner. Das heißt, kannst du mal vielleicht zeigen? Jetzt? Ah, nee, zu spät. Ah, die Sage, die fuckt mich einfach nur ab. Vor allem, die können ja auch noch ihre Eier schmeißen, das ist voll nervig. Aber wir sind auch schon fast durch mit der Sage, die ist echt nicht lang. Mal eigentlich. Und da haben wir es durch. Ich weiß auch nicht wieso, aber in jedem Level haben die einfach, die Musik, wenn man es schafft, also diesen Jingle da, der gerade kam, wenn man das sich selbst geschafft hat. Die haben das irgendwie in jedem Level irgendwie ein anderes genommen, warum auch immer. Und ich war dumm. Ja, geil. Eigentlich mag niemand Donkey Kong Junior. Aber yeah, wir haben hier ein Spiel über ihn und das müssen wir jetzt spielen. Diese Stage, die ist ziemlich schwierig. Weil hier überall so Sparky die Gegner sind und... Oh Gott, nein. Gut, okay. Hui. Besiegen wir mal den Gegner da unten, auch wenn wir nie wieder zu ihm hinkommen. Wie ihr seht, sind manche Gegner schneller als die anderen. Ich dachte eigentlich, dass die blauen schneller sind als die roten, aber... Ich sehe gerade, wie der rote da auf Ecstasy ist und viel schneller ist als der blaue. Aber normalerweise sind die blauen einfach schneller. Glaube ich. Denke ich. Ich muss jetzt irgendwann auch mal hier gehen, ne? Los, versuchen wir. Oh Gott, der kommt runter. Und jetzt! Yes! Nein! Oh! Als ob! Ja! Genau! Vom oberen bin ich nur getroffen. Ich muss euch sagen, ich bin echt schlecht im Spiel. Ansonsten ist das Spiel eigentlich aufgebaut und alles wie der letzte Teil. Okay. Aber jetzt, glaube ich, schaffe ich es. Bitte. Wir haben ja noch das letzte Level vor uns danach. Und das letzte Level, das ist... ziemlich ähnlich wie das aus dem ersten Teil. Ich sage jetzt einfach anstatt Donkey Kong einfach der letzte Teil. Weil es auch eigentlich stimmt. Jetzt können wir springen. Nice. Okay, okay. Eine Ebene hier haben wir noch. Vor uns. Jetzt springen. Ja, nice. Nice. Und jetzt hier bei der letzten, da muss man ein bisschen taktisch vorgehen. Man darf nichts, man darf nicht übertreiben. Also, okay. Aber wir müssen einfach hier die Schlösser nehmen. Kann auch nur eins nehmen. Und nach oben tragen. Bams. Und ich bin gerade richtig gut für dich. Vor allem, weil das so scheiße schwer ist. So, jetzt schnell. Okay, da kommt eine runter. Dann können wir das hier machen. Oh Gott, da kommt einer. Jetzt kommen wir beide wieder. Okay, nice. Oh, ich bin richtig schnell. Ich bin richtig gut hier gerade. Das freut mich. Oh Gott. Nee. Nein! Ah! Scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich an dieser Stelle bin. Okay, so, jetzt bin ich endlich wieder an dieser Stelle angelangt. Ich war gerade viel besser als vorhin, das ist natürlich, ne? Vorführeffekt, bla, klar. Aber naja, kann man nichts machen.
Tut mir leid. Was ich sagen wollte, das Hauptproblem bei diesem Level sind diese Vögel. Weil die spawnen einfach nie und die sind auch... Also man kann die, glaube ich, töten, aber es ist echt schwer, weil man hat eh nur zwei Früchte hier. Und es ist einfach wirklich sehr schwer. Jetzt auch den einen hier. Das ist schwer. Oh Gott! Shit! Aber soweit ich weiß, können die nicht hier runter, wo ich bin. Also ganz, ganz unten ist man so... ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch nur Scheiße. Ist man safe und Mist! Ja, war ich jetzt zu voreilig. Da wollte ich jetzt unbedingt alles. Da wollte ich jetzt unbedingt gewinnen, aber... Seht ihr, man muss Geduld haben. Auch wenn man, Geduld hat. Also, wenn man langsam ist, kriegt man nicht so viel Bonus. Aber wir jucken schon die Punkte, uns jucken die nicht. Im Arcade wäre das vielleicht wichtig, aber... Wir spielen ja hier die NES-Version, da sind die Punkte eigentlich jetzt... Schon, ja gut. Aber jetzt für dieses Showcase auf jeden Fall nicht wichtig. Und die, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich jetzt wieder sterbe. Was nämlich echt gut möglich ist. Oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, schnell nicht. Schnell nach oben, schnell nach oben. Oh Gott, da kommt der andere runter. Da kommt der andere runter. Nein, da kommt der noch runter. Ah! Ja, die Map ist echt. Echt scheiße. Man braucht hier richtig viel. Geduld. So. Oh Gott. Ja, jetzt kommen die alle runter wieder. Genau. Ey, was sind das denn für Assis? Jetzt kommt. Geht hoch. Ja, lass mich das hoch. Ja, lass mich hoch. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Als ob der jetzt wieder runterkommt. Als ob der jetzt... Oh, habt ihr es gesehen? Aber wir sind durch. Yeah. Damit haben wir den größeren Donkey Kong gerettet und Mario besiegt. Und jetzt geht das Spiel von vorne los. Yay. Ja, ich werde noch mal ein, zweimal versuchen, ein bisschen durchzuspielen. Vielleicht fällt mir auch gleich was ein, worüber ich reden könnte. Eigentlich gibt es nicht wirklich was zum Spiel zu sagen. Ich habe schon alles gesagt. Ich habe aber letztens, als ich so Gameplays für dieses Spiel gesucht habe, habe ich Commercials gesehen. Es gab einfach, Donkey Kong Serials von Donkey Kong und Donkey Kong Jr. Von Donkey Kong 3 gab es nicht, aber ich weiß nicht, ich wollte das mal erwähnen, weil das ziemlich lustig war irgendwie. Halt zu sehen, dass es Serials von vielen Spielen gab. Damals gab es echt von vielen Spielen Serials. Aber heutzutage gab es ja auch jetzt letztens auch so ein Super Mario Odyssey Serial. Wissen wahrscheinlich viele von euch. Die sogar eine Amiibo Compatibility hat, wie auch immer man sagt. Auf jeden Fall ist es kompatibel als Amiibo, aber nur für Odyssey. Halt, falls man zu arm ist für ein Amiibo. Allerdings gibt es das nicht in Deutschland. Oh, okay, gut. Ja, und das gibt es halt nicht in Deutschland. Das ist ziemlich traurig. Ich glaube, alle Series gab es nicht in Deutschland. Aber ich wollte das mal erwähnen, weil das eigentlich schon ziemlich lustig war, so. Und irgendwie bin ich gerade richtig gut. Vergleich das mal, den Skill jetzt gerade mal mit dem von vorhin am Anfang des Parts, ey. Das war ja... Ja, war ja cool, ne? Okay. So. Vor allem, ich finde die Musik hier richtig cool. Ich glaube, wie fliege ich das, weil so futuristisch oder wie auch immer. Okay. Also halt so, ja. War eigentlich schon das richtige Wort eigentlich. So. So, okay, nice. Hui. Soweit ich weiß, können auch nur die blauen nach unten, wenn die jetzt stoppen. Ich habe noch nie einen roten gesehen, der nach unten gegangen ist. Und da sind wir jetzt schon wieder am Ende. Nice. Mann, die Folge sehen nicht mal so lange, ey. Ich habe das Gefühl, wir sind hier schneller als bei Donkey Kong Arcade. Aber soweit ich weiß, sind die Spiele eigentlich jetzt nicht groß anders. Außer, dass halt anders funktioniert. Ansonsten kostet das Spiel auch wieder im E-Shop 5 Euro. Ist es das wert? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Oh, die trifft mich hier nicht. Oh, ich dachte gerade, oh, jetzt bin ich tot, ja. Aber nee, ich lebe. Nice, ich lebe. Ich kann es ja mal erwähnen. Oben ist eure Lebensanzeige. Also J ist die Lebensanzeige. Also halt die One-Ups, wie auch immer. Und L ist das Level, was wir gerade sind. Also, wenn wir zum Beispiel jetzt Donkey Kong wieder schaffen, besiegen. Also nicht besiegen, ich meine Mario besiegen, natürlich, tut mir leid. Dann steht da eine 3. Wenn wir jetzt gleich von vorne wieder anfangen. Also ja, ich glaube, ich verstehe das. Und ich sehe gerade, es sind 3 Vögel auf einmal. Ah, nein! Ah! RIP. Ich finde das Gesicht voll hässlich von Donkey Kong Jr.
Und viele sagen ja auch, Donkey Kong Jr. ist Donkey Kong und Donkey Kong ist Cranky Kong. Ich persönlich glaube das auch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber großes Statement von Nintendo, glaube ich, gab es noch nie. Glaube ich. Okay, nice, 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 nice. Hey, okay. Oh, okay, gut. Das sah gerade komisch aus. Geh weg. Geh. Ach, als ob! Habt ihr gesehen? Der wusste, ich gehe runter und dann geht er mit mir runter. Ey, wie fies! Dieser AI, Alter. I. Okay, du halt. Ich verschwende eigentlich das Obst immer. Ich wasche einfach nur durch. Soweit ich kann. Hier gibt es auch keinen Gegner, also war es mir jetzt egal. Weil. Wahrscheinlich hätte ich es eh geschafft, so wie jetzt. Hier gibt es aber einen Gegner, dann gehe ich lieber nur den hier. So. Aber jetzt kann ich wieder hoch oder auch nicht. Aber ja, ich habe ja jetzt gesehen, wie das Spiel so ungefähr funktioniert. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen zum Spiel. Also würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wahrscheinlich Donkey Kong 3 spielen. Oder vielleicht guckt ihr auch andere Videos von mir. Das könnt ihr gerne machen. Wird da wahrscheinlich irgendwo verlinkt sein jetzt gleich. Ich habe zu viel, haut rein und ciao.